Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, Freunde, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, habe ich ein Rubin-Farm-Tutorial hochgeladen. Wie man schnell Rubine kommt, nämlich in die Ikana-Ruinen einfach diese Dancing Zombies slayen. Jetzt habe ich natürlich offscreen genug Rubins zusammengesammelt und jetzt können wir die abgeben. Und dann haben wir 5000 auf dem Konto. Und bekommen unser vorletztes Herzteil, na gut, es gibt noch 4 auf dem Mond später. Aber hier in Termina gibt es nur noch ein anderes Herzteil, was wir nach den Dungeon dann machen. Möchtest du es einzahlen? Wunderbar, nun, wie viel möchtest du einzahlen? Nein, nicht 0. Mensch, mach doch jetzt 500 rein und gut. Brauchen wir die Bank auch nie wieder sehen, weil... Ja, man kann auch nur 5000 hier lagern. Das ist eine lächerliche Bank. Stell mal vor, ihr habt 5000 Euro eingezahlt und dann sagt die Bank, nö, kannst nicht 5001 hier lagern. Weißt du, jetzt will ich so viel hinterlassen. Oh, bist ja richtig reich, ey. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt jetzt 5080 Rubine. Oh, du hast bereits 5000 Rubine gespart? Nun denn, kleiner Mann, das Höchstbetrag mehr kann ich nie aufbewahren. Die anderen 80 Rubine stecke ich mir in meine eigene Tasche. Danke dafür. Alter, ernsthaft jetzt? Schön, dass die Zinsen jetzt ausgezahlt haben, dass wir jetzt hier unser Herz bekommen. Aber was zum Geier? Wieso steckt der sich jetzt den Rest selber ein? Naja, wir müssen sowieso die Zeit zurückspulen. Insofern macht es keinen Unterschied. Denn die übrige Zeit reicht auf keinen Fall, um den Dungeon zu lösen. Dungeon ist sehr schwer, viel schwerer als der dritte. Aber es ist mein Lieblings-Dungeon. Er ist super innovativ, wir brauchen alle Masken nochmal. Und das ist einfach nur mega episch. Und er hat eine richtig, richtig coole Idee, weil man später im Verlauf des Dungeons einen kompletten Dungeon auf den Kopf stellen muss. Ja? Wie das funktioniert, werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Part sehen. Und letztes Mal haben wir über Ben Drowned gesprochen und über die Entstehung von Majora's Mask. Wer das hier gesehen hat, kann sich das auch nochmal anschauen. Sehr interessant. Und mir ist tatsächlich auch was Dummes passiert. Ich habe mich so auf den Schalter gestellt, hab dann versucht, die Zora-Statue mit der Elegie des Legionärzes draufzupacken. Und dann kam auf einmal das Geräusch. Und dann war ich am Anfang des Dungeons. War es etwa auch der Fluch von Ben? Wer weiß, wer weiß. Hab mir auf jeden Fall ein bisschen Angst gemacht. Es war mega weird. Man durfte den Felsenturm komplett nochmal hochlaufen. Und weiß auch nicht, was das sollte. Naja. Gehen wir jetzt in den Felsenturm. Endlich, endlich, endlich. So ein cooler Dungeon. Schon die ganze Zeit drauf gefreut. Und das war tatsächlich der Hauptgrund, dass ich dieses Spiel hier auch let's playen wollte. Weil Dungeon so geil ist. Und die anderen zwei Gründe waren eben halt, dass es gut passt nach Ocarina of Time. Und der komplett letzte Grund ist, dass ich das Spiel selber noch nie durchgespielt habe. Wird mal Zeit, ne? Wird mal Zeit. Ach ja, Felsenturm. Mit der HD Texture Pack. Haben wir uns noch nicht angeschaut. Tun wir jetzt mal. Mann, ich wollte gar nicht runtergehen. Ich wollte mich eigentlich umschauen. Ja, sieht viel besser aus. Sehe ich sofort. Viel klarer, die Texturen. Aber ist klar, ne? Spiel ist ja auch alt. Das war 2000. Für die, die das jetzt nicht schenken, ich habe im letzten Part eben halt nicht das HD-Texture-Pack verwendet. Und warum, werdet ihr jetzt sehen. Achtet mal auf die Statue. Normalerweise sehen diese ganzen Statuen mega gruselig aus. Vor allen Dingen Ben auch. Hier nicht. Mit der HD-Texture-Pack. Guckt ihn euch an. Er schläft einfach. Und wenn ich das jetzt mit den anderen Charakteren mache, mit den Goronen und mit den Zora, dann werdet ihr sehen, dass die auch schlafen. Da habe ich mal nicht offscreen geguckt. Oh, warum mache ich jetzt die Ocarina aus, Mann? Bin ich eigentlich vollkommen bescheuert? Normalerweise ist es ja so, dass eben halt die eine weiße Pupille haben, was eben halt den Tod symbolisiert. Gibt ja auch die Link is Dead Theory. Worauf ich auch nochmal zu sprechen komme. Und hier ist es eben halt so, dass sie nur schlafen. Richtig abgewandelt, ne? Was eigentlich so gruselig in dem Spiel ist.
und so düster haben sie ja rausgenommen. Finde ich nicht so schön. Auch der Mond sieht hier ja nicht mehr creepy aus. Sie haben teilweise die gruseligen Elemente mit den Texturen entfernt. Finde ich nicht geil, muss ich sagen. Finde ich nicht schön. Aber gut. Kann ich nie ändern, ne? Wir wissen ja, wie düster das Spiel eigentlich ist. Nur der Deku, der ändert sich nicht. Aber das Lustige ist, der sieht ja auf jeden Fall nicht gruselig aus. Weil Dekus immer so komisch aussehen. Na, auch der Sora schläft. Feels bad, man. Ey, Ben, hast du dich gerade bewegt? Warum steht er da so schief drauf? Hä? Weird. Naja. Auf jeden Fall können wir jetzt hier rein. Und hier, liebe Freunde, ist ein Kristall. Was der zu bedeuten hat, werden wir auch noch später herausfinden. Aber hat uns jetzt erstmal nicht zu interessieren. Für den Dungeon brauchen wir Pfeile, die wir nicht haben. Fuck. Dann kann ich diese Gegner hier nicht besiegen. Und am Anfangsbereich warten eben mal so komische Libellen, die wir schon aus dem ersten Bereich kennen. Und wir brauchen eigentlich jetzt hier auch einen Pfeil, um eine Fee zu kriegen. What the fuck? Wie soll ich die Scheißviecher denn jetzt hier vernichten? Komm runter, komm runter. Kann ich nicht vernichten. Brauche ich jetzt hier einen Deku oder was? In Deku geht's vielleicht mit dem guten alten Blasen. Probieren wir das mal. Das ist natürlich blöd, dass jetzt hier keine Pfeile haben. Ah, da hinten kriege ich wahrscheinlich die Pfeile. Kannst natürlich oldschool versuchen. Ja, das reicht. Komm, gib mir Pfeile, gib mir Pfeile. Leider nicht. Leider nicht. Aber hier haben wir sie bekommen. Alles klar. Wunderbärchen. 10 Pfeile, mehr als genug. Denn ich brauche nur einen. One shot, one kill. Das ist der Hauptraum. Da seht ihr schon ein Sonnensymbol. Wir haben hier aber kein Licht. Das Interessante an dem Dungeon ist, dass er eben halt auch zum größten Teil im Freien ist, wie im... Na, ich brauche nur einen Fall. dass der Dungeon zum größten Teil im Freien ist, wie der Waldtempel in Ocarina of Time. Ich mag sowas. Das Interessante ist, wenn es nachts wird, ist im Tempel dann natürlich auch Nacht. Komm. Give me the Fee. Da haben wir die erste, die ist sehr leicht zu bekommen. Ihr habt es gesehen. Die ist sehr, sehr einfach. Die anderen Feen sind hier hart erkämpft, muss ich sagen. Achso, für die, die nicht wissen, was hier hinter dieser Tür ist. Ich zeig's euch mal kurz. Hier geht's nicht weiter. Da ist ein Sonnenblock im Weg. Seht ihr das? Werden wir später freilegen können und dann ist quasi eine Abkürzung. Oh, jetzt sind diese ganzen Assis hier wieder da. Ach, komm schon. Das muss ja nicht sein. Na gut. Ich ignoriere die jetzt einfach und gehe meines Weges entlang. Oh, noch so eine scheiß Ratte. Nervig. Einfach nur nervig. Jetzt wird's interessant. Hier brauchen wir, glaube ich, nochmal die Elegie. Kann sein, dass der einzige Bereich ist, wo wir tatsächlich die Elegie überhaupt brauchen im Dungeon. Kann mich nicht daran erinnern, dass man die zweimal spielen musste. Nicht, dass ihr jetzt denkt, im Dungeon musst du jetzt auch tausendmal die Elegie, deswegen lernst du das Spiel. Das zieht sich ja nur, strecken sehr künstliches Spiel. Nee, ist nicht so. Ist überhaupt nicht so. Gerade dieser Dungeon ist super innovativ und abwechslungsreich. Ah, ich hätte hier den Gro nicht hinstellen müssen, Freunde. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Den brauchen wir nicht für einen dicken Schalter. Gibt es einen ganz, ganz fetten Schalter. Da muss der Grone drauf. Ich zeig's euch mal kurz. Der müsste hier sein, genau. Oh, die Ratte. Geh aus dem Weg. Jo. Hier muss der drauf. Ja, war ich ein bisschen zu voreilig. Macht ja nichts. Bei den anderen Schaltern ist es egal, was man draufstellt. Nur nicht den Deku. Der Deku ist immer zu leicht. Der Deku hat überhaupt keinen Sinn. Es wäre cool gewesen, wenn es irgendwie von Majora's Mask auch so ein Master Quest gegeben hätte, wie von Ocarina of Time, wo eben halt schwierige Rätsel verlangt sind vom Spiel, aber es gibt's nicht.
Dann hätte man dazu machen können, dass es ganz kleine Schalter gibt, wo man eben halt die Deko bräuchte. Aber nee, ist nicht der Fall. Ich glaube, hier muss was ganz anderes drauf. Ich zeige euch mal was. Bam. Hier haben wir kleine Holzkisten. Wer Ocarina of Time gespielt hat, der weiß, dass man diese nicht zerstören sollte. In Jabba's Bauch muss man die auch auf Schalter legen. Und so auch hier. Ich glaube, hier ist sogar noch eine Holzkiste. Waren hier nicht sogar zwei? Ja. Dann können wir uns, glaube ich, einmal die Elegie des leeren Herzens sparen. Ich denke, dass die Kiste auch für diesen Schalt ausreichend ist. Ja. Tatsächlich. Dann stellen wir hier doch den Ben drauf. Ganz ehrlich. By the way, in 3DS-Versionen haben sie es geändert. Weil es eben halt Idioten gibt, die nicht wissen, wie wertvoll die kleinen Holzkisten in The Legend of Zelda sein können für Schalter. Und diese Idioten zerstören die dann. Haben sie dann in den 3DS-Versionen eben halt einen unzerstörbaren Block rausgemacht, den man verschieben muss. Das ist noch langwieriger, noch nerviger. Damit vorzuge ich doch wirklich das Original. Ich meine, da kommt man ja wirklich drauf, dass man die Holzkiste auf den Schalter legen soll, oder? Bin ja nicht ohne Grund da. Vor allen Dingen zwei Stück gleich. Seriously. Die sollte man wirklich nicht kaputt machen. Oh, diese Rabe. Apropos kaputt machen. Das sieht doch verdächtig aus. Bomben haben wir zum Glück. Leg das mal dahin und dann würde ich sagen. Runter da. Oh, jau. Nice. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ah, Geronimo. Wo sind wir jetzt? Okay. Ein Sonnenraum. Hallo? Betrug. Was? Ja, ist klar. Beim ersten Mal ging es nicht, ne? Jetzt musst du mal sprengen, damit das Sonnenlicht da reinkommt. Ist eh klar, ne? Jetzt kann ich mir eine Statue machen. Nix. Leben tun sie auch nicht. Okay. Meinetwegen. Hier kommen wir nur mit den Groden weiter. Ich glaube, diese Statuen lebten, ja. Das Interessante ist, man muss diese Statuen zerstören. Denn nur dafür gibt es einen Key. Oh Gott, Freunde, die sind nicht so einfach. Aber Statuen waren schon immer nervige Gegner. Zwei Fliegen mit einer Klappe? Nee, nicht wirklich. Yeah. Bevor ich die Schatzkiste öffne, öffne ich erstmal die hier. Was habt ihr drin in den Krug? Wow, ein Rubin. Ich bin begeistert. Hier müsste die Karte drin sein. Give me the card. Give me the map. Sehr schön. In Dungeons zeige ich euch erst wieder, wenn wir auch den Kompass haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo es den Kompass gab. So, am Anfang kann ich mich noch gut erinnern. Aber das weitere nicht. Gut, jetzt haben wir eine Key. Und Moment, Moment, Moment. Wisst ihr, was ich mal auschecken sollte? Ob hier überhaupt eine Fee ist. Ist eine Fee. Ah, ja. Ja. Gut, dass ich geguckt habe. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Definitiv. Ja, wenn die Fee da oben nicht ist, dann fressen die ganze Besenkammer. Mit so einem Dreck und Staub. Ist ja klar, dass die in dieser Truhe sein muss. Jupp. Fee Nummer 2. Boah, von 15, ne? Das wird wieder schwierig, alles zu finden. Was? Da wird immer noch eine Fee angezeigt. Wo soll denn da noch eine Fee sein? Ah, vielleicht, wenn der Raum auf dem Kopf steht. Wie gesagt, man kann den Tempel komplett drehen. So, und da wir jetzt den Schlüssel haben, geht's hier weiter. Super. Hier haben wir den Zora-Raum, wie ich ihn gerne nenne. Denn hier müssen wir schwimmen. Ja, den Strahlzyklon lasse ich da ruhig. Der interessiert mich nicht. Ist hier sonst noch was? Nee. Dann schauen wir uns mal hier im Wasser um. Was gibt's hier? Ein paar nervige Wasserminen.
Und ansonsten eine Hand. Ja, und das Lustige ist, von dieser Hand muss man sich treffen lassen. Wieso auch immer. Also, das weiß ich noch. Da bin ich früher nie drauf gekommen. Ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Denn nur so kann man jetzt diesen Schalter aktivieren. Na gut, den kann man später auch noch aktivieren, aber kann man auch jetzt schon erledigen. Dann kommt da hinten eine Truhe, die wir noch nicht erreichen können. Naja. Immerhin habe ich schon mal aktiviert, ne? Aber hier! Das war das Wichtige, genau, so war das. Hier ist nicht Schlüssel drin und den brauchen wir zwangsweise. Richtig fies vom Spiel, oder? Was meint ihr? Ist hier drin? Pfeil, okay. War hier nicht ein Schalter in der 3DS-Version, wo man mit einem Deku über musste? Auch das fehlt. Puh, die Unterschiede in diesem Dungeon sind hier schon mal ziemlich nennenswert. Sehr auffällig. Oh, scheiße. Na egal. Tauch doch ab. Mann, Link. Na. Okay. Weiter geht's hier. Das war der große Wasserraum. Oh nein. Der große Wasserraum. Bevor ich da jetzt hochgehe, schauen wir uns hier unten erstmal um. Boah, was ist das für ein mega Wasserbecken, ey. Hier ist bestimmt auch eine Fee unten. Irgendwas muss ja hier sein. Ein Schalter. Okay, den können wir gleich auch betätigen. Diese Drecksviecher. Komm her. Was? Oh, jetzt so ein schlechter Kämpfer, ne? Wenn ihr wirklich kämpfen wollt, das ist die schlechteste Verwandlung. Selbst der Deku ist stärker, finde ich. So, es wird grauenvoll. Wasser unschlagbar mit dem Elektroschild. Aber das kann ich ja im Stand nicht verwenden. Steht ihr? Was ist das Problem? Ah, eine Truhe scheint, die aber auf dem Kopf steht. Gut, dass wir es aktiviert haben. Aber können wir noch nichts mit erreichen. Oh, du Fischgesicht. Fischbone. Nee, ich denke, dann wäre das hier alles gewesen fürs Erste. Oder ist hier noch was? Sind ein paar Krüge und... Ja, da gibt es noch magische Energie. Nicht wichtig. Nicht wichtig. Für den aktuellen Zeitpunkt. Okay. Da geht's auch noch weiter, aber ich glaube, von da sind wir gekommen, ne? Dann schauen wir erstmal hier. Hier musste man die Feuerpfeile benutzen. Das weißt du noch. Entweder was hier. Ah, ich habe jetzt normale Pfeile. Ich Idiot. Manchmal weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Wie gesagt, hier braucht man die Feuerpfeile und was benutze ich? Die normalen Pfeile. Simmer, du Idiot. Genau. Hier war das. Bringt auch für den aktuellen Zeitpunkt noch nichts, denn auch diese Truhe steht auf dem Kopf. Einfach mega geil, oder? Hier geht's weiter mit Hilfe des Schlüssels. Aber, Snake. Wir müssen den Spiegel aufladen. Mit Hilfe des Lichts. Wenn wir loslassen, ist der aufgeladen. Dann können wir das Licht nutzen und eben mal diesen Sonnenblock zerstören. Super. Und wie ihr sehen könnt, ist es eine Abkürzung zum Anfang. Geil, oder? Und hier ist auch noch was drin. Vielleicht der Kompass? Ja, es ist der Kompass, definitiv. Das Dungeon-Item fand man hier nicht. Yeah! Hä, das ging schnell. Karte und Kompass haben wir rucki-zucki gehabt. Dann kann ich euch mal den Dungeon zeigen. Felsenturm-Tempel. Oh mein Gott, guckt euch mal die Karten an. Die Karten, was laber ich? Die Schatzhuren. Fucking viel los. Ist nicht so groß, der Felsenturm-Tempel, aber ihr müsst euch das halt doppelt vorstellen, weil man es halt drehen kann, ne? Und ich finde, er ist groß genug. Klein ist halt nicht. Und hier gehen wir dann erst im nächsten Part rein, würde ich sagen. Wir wollen ja nicht überziehen. Gerade in Dungeon-Parts überziehe ich nicht gerne.
Oh Gott, jetzt kommt die Scheißratte. Komm her, du Zwölf nicht. Bäm. So kann man die easy auskontern. Meinst du, bin ich zu faul dazu? Deswegen lasse ich mich nicht mal treffen, aber so geht's. Gut, Freunde, würde ich sagen, Daumen, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dann wird es auf jeden Fall zum Bosskampf kommen. Und zum Wiedersehen mit einem altbekannten Gegner, den ich nicht gerade abfeiere, weil er nervt einfach nur. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.